Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer Bustour durch Los Santos, präsentiert von Wynwood Tours. Ja, wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen rumgefahren. Was wir hier bisher gesehen haben, war noch ziemlich unspektakulär im Vergleich zu dem, was wir hier gleich noch sehen werden. Denn wir nähern uns dem Walk of Fame, dem berühmten. Oh nein. Auch bekannt stadtintern als die Todessternmeile, denn die meisten Leute, die da Sterne haben, sind schon tot. Aber dazu kommen wir später wieder. So, Sie sehen hier eine sehr interessante Häuserecke, das Haus in der zu unserer linken Seite mit roten, wie auch immer, und Fenstern und einer grauen Mauer, die sehr alt ist. Wow. Und Sie sehen, das Verkehrsverhalten der Bewohner von Los Santos hier ist vorbildlich. So, wir fahren mal rechts und hier sehen Sie, da beginnen die Sterne auch schon. Oh Gott. Das kann ich vom Fernsehen. Ja. Dass man hier mal lang fährt. Wer hier alles ist, ja, sehen Sie mal hier, da steht irgendwer auf dem Stern, den müssen wir da gleich mal entfernen. Das geht gar nicht. So, hier rechts sehen Sie unseren Tempel, da huldigen wir unserem Gott hier in der Stadt. Das ist ein separater Gott von allen anderen Religionen. Wynwooder sind wir hier. So. Was haben wir denn hier so? Da vorne Wynwood Fashion, sehen Sie vielleicht den Laden, berühmteste Fashionladen der Welt. Ich bin der Busfahrer, ich drehe hier gerade nochmal eine Runde. Ja. Was haben wir hier? Miss J, ja. Wer kennt nicht Miss J? Da drehen sie sich alle ein. So. Das ist sehr lustig, diese Bustour. Hier, oh, hier sind auch noch Sterne, die habe ich ganz vergessen. T-Shirt XXS bis XXXL. Ja, da ist für jeden was dabei, auch für die etwas korpulenteren Ami-Rapper hier. So, und hier haben wir noch weitere Sterne. Auch für Kim Jong-un de Il? Genau. Hier ist allerdings die Seite der Sterne Minderjähriger. Also die mussten natürlich getrennt werden von den Todessternen. Oh. Weil die größtenteils noch leben. Ach so. So, aber wie haben die es geschafft, denn hier ihre Sterne zu kriegen? Der sieht aus wie Goofy. Die haben alle größtenteils bei Harry Potter mitgespielt. Und das weiß ich nicht genau. So, steigen wir mal aus, oder? Liebe Gäste, wir wollen das hier alles gibt eine mal Führung. Aus ernster Hand sehen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Wo müssen wir denn lang, Führer? Ja, wir fangen hier vorne einfach mal an. Hier vor dem Fred Store. Okay. Sehr guter Laden, weltbekannt. Für seine Palmen. Hat er zu? Ja, der hat leider zu. Der hat immer nur Sonntags offen. Schade. Ach so, oh. Am Palmentag hier bei uns. Aber, sind die religiösen Regeln das A und O. Wie kann der das denn bezahlen, wenn der nur sonntags offen hat? Ja, aber sonntags kaufen die Leute hier so viele Palmen ein, das reicht ihm für die Woche. Ach so. So, hier vorne haben wir den ersten Stern von Kim Jong-un. Warum steht denn da nichts? Kim Jong-un de Il? Ja, Kim Jong-un de Il, der hat hier seinen ersten Stern bekommen. Für was denn? Was hat er denn gemacht? Für die Rolle im Diktator von Nordkorea. Aha. Das ist einer der besten Filme hier bei uns in der Stadt. Wo ist denn das Kino? Kino ist gar nicht so weit weg hier. Irgendwo hier ist ein Kino. Da sind bestimmt auch die Plakate von Kim Jong-il. Ach, der Kim Jong. Ganz berühmter Mann. So, wir sind aber, wie gesagt, hier auf der Seite der noch lebenden Sterne. Also ja, das ist ja langweilig. Wie gesagt, Harry Potter, Hermine und so, die haben alle hier ihre Sterne. Frodo. Ihr könnt mal auf die andere Seite gehen, da sind die Toten. Die Todessterne. Einfach hier rüber über die Straße. Ja, einfach über die Straße, das macht man hier so. Nicht links, okay. Allerdings, jetzt, wo wir den Tempel gesehen haben, müssen wir einmal kurz in den Tempel reingehen. Okay. Oh, ja. Und einmal kurz unserem Gott huldigen, sonst hauen uns die Priester, die hier alle aufpassen, aufs Maul. Die sehen gar nicht aus wie Priester irgendwie. Doch, doch, die sind, bei uns gibt es ganz strenge Kleidung. Einmal hier auf diese Matte. Genau. So, und mal dem Gott huldigen bitte hier alle. Ja. Oh ja, nee. Sehr gut. Dir gut gemacht. Bei Reishi bin ich mir nicht sicher. Warte, wir müssen ja erst die Begrüßung. Ich hab einmal so gereinigt. Die seelische Reinigung. Oh, ich hab die Erleuchtung. Oh. Okay. So, alles klar. Dann gehen wir mal wieder zurück zu den Todessternen. Ah, jawohl. Weiter geht's. Habt ihr denn Fragen soweit? Entschuldigung, ganz kurz, Entschuldigung, die beiden Touris hier, die müssen hier weg. Weg mit euch! Ja, oh, okay. Oh, sorry, das, tut mir leid, das wollte ich nicht. Hallo, okay. Und der Dicke hier, der muss auch weg. Ist der aber zum Essen? Nee. Warum? Boah, der hat sich geduckt! Boah, der ist aber ganz schön aufs Sack. Das ist der überragende...
in eurer Religion überhaupt erlaubt? Zu schlagen? Ja. Ja, der hat ja unseren Gott quasi beleidigend angeguckt. Man darf Spaß. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, du bist qualvoll gestorben. Aber habt ihr denn Fragen soweit zu unserer Tour hier? Nee, bisher noch nicht. Also bisher ist noch alles super. Ich bin gespannt, was noch kommt. Mich wundert's, warum der Kim Jong-un DL hier so berühmt ist. Sequel 2, kennt ihr den? Bester Film ever. Ah, ja, natürlich. Der Panda da unten, der hat direkt, wenn wir uns einmal umdrehen, bitte, kommt mal alle mit. Ja. Direkt dieser erste Stern hier, das ist der vom Panda. Der des Pandas hier. Wie heißt der denn? Ach, ich sehe die Pfötchen. Der heißt Panda. Ach so. Aber wie ihr merkt, er ist leider auf der Todesseite, denn am Ende des Films wurde halt quasi gegessen. Oh. Von Kim Jong-il. Wieso hat er denn einen Stern gekriegt, der Panda? Ja, der hat halt einen Oscar auch gekriegt, war eine super Rolle. Der hat den Panda so überzeugend gespielt, weil er so gut geschmeckt hat. Er konnte einfach gut Panda-Bären spielen. Das war einfach richtig gut. Ich glaube, es wird nie einen vergleichbaren Panda-Bären geben. Oh. So, hier vorne sind noch so ein paar tote Action-Stars, ne? Stallone, Schwarzenegger, die kennt ihr ja alle. Was, die sind tot? Wusste ich gar nicht. Hier in Los Santos sind die tot. Oh. Rest in peace. Ja, und was haben wir hier? Pacific Standard, würden wir euch sehr empfehlen. Okay. Ach, soll eine gute All euer Geld da reinzubringen. Das machen wir doch mal direkt. Erstmal einzahlen hier. Oh, schick hier. Die prominenteste Promi-Bank von allen. Hier sind alle. Bank. Oh. Ich kenne das hier gar nicht. Kenne ich auch nicht. Das ist ja toll. Einzahlung. Ach, hier kann man sogar was einzahlen. Das ist ja wunderschön. Erinnert an Eleanor. Ja. Ja, so ein bisschen. Und irgendwie frage ich mich ja, wie man wohl hier nach oben kommt. Wer hier hinter die Glasscheibe? Was? Ich kann hier durch? Warum? Weil da eine Treppe ist. George, ist alles noch Teil der Tour. Dürfen wir hier das Exklusivpaket? Ah, okay. Das ist eine super Tour. Wow. Benjamin Franklin. Wow. Hier darf man auch einfach so rumlaufen. Ja, wir haben in Los Santos kaum Sicherheitspersonal, die streiken immer alle. Ach so. Ja. Hier kann ich springen? Okay, das heißt, ich möchte da vorne, ich möchte dahin, wo man hinkommt. Oh, guck mal, hier kann man. Oh mein Gott. Was? Was ist das denn für ein Raum? Wieso kenne ich das nicht? Boah, die Tour hat sich so gelohnt. Ey, nicht auf die Tische, oder? Dürfen wir auf die Tische? Ups. Ja. Okay, alle auf die Tische. Ist das schön locker hier? Also was steht denn hier auf dem Rechner? Alter, dürfen wir da... Schade, dass man hier nicht reden kann jetzt. Irgendwer ist verschwunden. Was? Ja, ich bin... Ein pinkes Mauspad. Wow. Huch. Oh, guck mal, hier geht's noch weiter. Fire Exit. Fire Exit. Büroräume hier. Wow. Hübscher Kopf. Da unten geht's zum Tresor. Schöne Bücher. Nee. Aber ist leider ein Gitter davor. Ach, schade. Stimmt. Ich habe einmal gehört, dass man durch Tricks nämlich hier hinter das Gitter. Ja. So. Ja, ich könnte mir auch schon denken, wie. Soll ich das mal versuchen? Ja, und aber die Führung. Ich muss das mal probieren. Ja, die Führung endet hier an dem Gitter. Die ist jetzt gerade fertig. Okay. Ach so. Das war auf jeden Fall so... Boah, verdammt, ich muss am Anfang so lachen. Ja. Ich muss verzögert sein. Kim Jong-un DL. Ja, hier sieht man so ein Restaurant. Tote Sterne hier, das sind mit die so, mit so roten Fenstern und eine graue Mauer, die schon alt ist. Okay, 616, versuchst du das gerade? Ja, ich bin gerade woanders gelandet. Ich bin gerade außerhalb des Gebäudes gelandet. No. I'm coming. Wo bist du, Curry? Curry, wo bist du? Ja. Ich kenne das hier überhaupt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Was? Warum? Ist auch schön groß auf jeden Fall hier alles. Ja. Hier, ach, Regie. Komm. Dania, ich muss. I'm coming home. Schön alles kaputt machen hier. Wow. Komm, gib um. Aber das muss doch irgendwie machbar sein. Klar. Dusche! Die Tour hat uns nicht gefallen allen, inklusive dem Führenden nicht, deswegen ist jetzt Randale. Also mir hat die Tour sehr gefallen. Boah, guck mal die Büste.
Die geht komplett kaputt. Wir werden hier nie wieder rauskommen, Rishi, oder? Oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Ja, wir machen ja das gleiche auf ihren Monitoren. Das ist ja. Hui! Ja, bam! Wie spät ist es? Hey, nein, sorry, tut mir leid. Ich muss hier total mal gucken, wie spät hier es ist. Hier ist ein Aufzug. Da. Wie? Ja, den kann, damit können wir nicht. Mach den Aufzug auf! Oh, sorry. Jetzt haut ja. Der Führer mich hier. Komm, wir kopieren unseren Popo und hängen das hier in ganz Los Santos auf. Ja, hier. Was wird denn hier? Oh, Spam. Bam, oder bam, das Gesicht bam, so drauflegen. Oh, da ich spam dir gleich was. Sind da schon Bullen in der Bank? Jetzt schon? Nee, die, doch. Ja, doch, da sind schon welche drin. Huch. Wir verteidigen die Bank. Aber die können uns ja hier gar nicht erwischen. Ja, nur ein bisschen rumgeschossen. Hoppala. Die, ja, können hier nur durch, die können hier nur durchs Gitter schießen. Durchs Gitter vielleicht. Mal gucken, ob wir mich hier erwischen. Stimmt, hier können sie echt nicht. Sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Hoppala. Da hinten auf der anderen Seite steht einer rum. Ja, wir ja, haben. Doch, da kann man sie ja. Erwischen. Nee, auch nicht durchs Gitter hier. Also durch diese Gitter. Nee. Ach stimmt, doch nicht. Ja, dann sind wir wohl safe. Kannst Granaten drüber werfen. Guck mal, wie ich hier rumhüpfe. Ihr könnt mich. Oh, ich glaube doch, dass sie mich jetzt getroffen haben. Aua! Mal gucken. Ja, das geht. Okay, die stehen da oben. Los, Randale! Tschüss! Randale. Oh. Ups. Boah, ich hab noch eine Idee. Ja, ich war ganz gut. Ja. Wir müssen die einfach nur zunebeln, glaube ich. Ja. Boah, ich müsste echt mal. Da ah, hinten. Nebel sie zu! Ja, das wird mir nichts bringen. Ne. Habe ich hier keine Granaten? Ja. So, jetzt sind sie da hinten doch gut beschäftigt mit Tränengas. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey! Wer war das? Nein, ich hab aus Versehen gegen die Wand geschossen. Ich wollte die Polizisten abschießen. No! Mann, was ist denn heute los? Warum denn? Was war die Steuerung überhaupt gar nicht mehr drauf. Wir gehören ja zum Sicherheitspersonal der Bank und räumen da jetzt mal ein bisschen auf. Nein! Warum hab ich bin gerespawnt und hab direkt einen Stern. Wie kann das denn sein? Das also, ist Pink Granatwerfer Magic of Winewood. So. Als Reiseführer der Drogenverkauf. Hör mal der! Also hör da! Wir müssen fliehen! So geht man in eine Bank rein. Ich fliehe! Granatwerfer. Aua, ich bin tot. Ich fliehe doch nicht. Boah, ja, fliegen wir hier mit einer Heli. Ich höre einen. Oder ist das die Polizei? Die Bullerei. Oh, so vielleicht. Die Bullerei. Bullerei. Wow. Wo bin ich denn? Oh Gott. Flo. Ach, hier bin ich auf dem Flo sein Laden. Ja. Ach, nee, das ist ja die Bank. Ach, du hast eine Bank. Ja, sieh mal. Ach, nee, eine das, an. Ist einfach, das ist nur eine Reklame. Aber ich habe auch eine Bank. Ich habe schon voll lange keinen Laden mehr. Oh, was ist das denn davon? Ich habe schon voll lange keinen Laden mehr überfallen. Ey, ich will mit Tora fahren! Ja! Aua! Nein! Ich bin wieder tot! Schießen hier alle auf uns. Was ist denn da los? Wir sind doch nur eine Touristengruppe. Wartet auf mich! Wir sind doch echt nur eine Touristengruppe. Boah, ich hab grad die Idee. Nein, sollen wir vielleicht mal ins Kino gehen und uns einen Film angucken? Ja! Oder ist das zu langweilig und man hat wirklich schon alle gesehen? Ob man dann. Was war das denn? Ja, ob man dann denselben Film sieht, wahrscheinlich schon, oder? Ich gehe jetzt ins Kino, ich wag's jetzt. Ja, stimmt. Das könnte ja auch sein. Also ach, guck mal, das ist sogar das Kino. Kann man hier ins Kino? Bum, bum. Ja, ich kann mir für $20 einen Kinofilm anschauen. Oh, was für Preise? Sackgasse. $20. Ist ja fast wie ein ich mach das jetzt mal. Kosten bei uns 8 Euro. Ja, dann können wir doch gar. Aber Curry, dann sehen wir doch gar keinen Film zusammen. Ja, warte, dann geh ich wieder raus. Ja, aber man kann, glaube ich, umschalten. Ach so, wir haben hier eh gerade ein kleines Problem.
Wir werden gerade zugefahren. Das schaffst du. Komm mal her, wir gehen jetzt den. Warte, noch nicht ins Video rein. Fahr mal das Moped weg. Ja, sehr gut. Soll ich denn hier um die scheiß Ecke kommen? So. Kauf mir so lange mal eine Cola. Oder eine Aber was haben wir ja gar nichts gemacht. Es wäre cool gewesen, wenn man echt ins Kino auch rein könnte. Man kann ins Kino rein. Also ja, man kann halt. Aber man sieht, dass das halt ein Kino rumlaufen. Ist. Ja, aber man kann halt da nicht rumlaufen und so Popcorn umschmeißen und sowas. Nee, leider nicht. So viele Sachen zum Umschmeißen hier. Oh, ich kaufe mir noch was zu trinken. Ja, ah ja, der Flo passt. Also ich warte auf euch, ne? Huch! Oh! Wir könnten uns übrigens mal Sequel 2 angucken und dem Panda gedenken. Was? Das war ein Alchemist, du Blödmann! Oh! Der Panda, den die gegessen haben am Ende der Dreharbeiten. Beim Weinwurf im Himmel jetzt. Der Panda. Er hat seine Rolle so überzeugend gespielt. Ja, der hat so gut geschmeckt. Wie bescheuert. So, wo ist jetzt hier das Kino? Ja, hier vorne. Ja. 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 I can see it. Ja. Müssen aufpassen, dass ich jetzt auch keine Sterne hier automatisch kriege. Ey, cool, Sonnenbögen. Ja, sind ja alle. So, Rishi fehlt noch, ne? Ne, Rishi steht schon bei mir hier. Ich stehe da vorne beim Tätowierladen. Oh, ja, sehe ich gerade auf. Salat. Ja. Ein Souvenir braucht man immer. Bitch in the Trunk. Und bam. Bitch in the Trunk mit diesem Hund, der auch einen Oscar bekommen hat. Wir haben jetzt ein Ticket gekauft. Okay. Ah, ich sehe Pandoria und Rishi. Was? Ich euch nicht. Wie? Ihr sitzt vor mir. Da, ich sehe die Alchemisten. Ich auch die Alchemisten. Umsehen, Zoom. Wir sitzen links vor mir. Warum setzt ihr euch denn so weit vorne hin? Nein, die haben uns halt ein scheiß Ticket verkauft einfach. Kann ich nach hinten gucken? Was ist das denn? Ja, das ist echt. Nee, ich kann auch nicht nach hinten gucken. Wann geht's los endlich? Seht ihr auch diesen Cartoon? Nee, ich sehe gar nichts. Ist ein französischer Film. Schwarz. Ich sehe ein schwarzes Bild. Ja, hier ist nichts. Nochmal raus. 386 Jahre später. Mit Ziegen gehabt. Mit Ziegen? Warte, ich komm nochmal rein, vielleicht sehe ich dich auch. Was denn ist da vorne? Boah, hier steht ein verkleideter Typ. Ja, siehst du das? Ja. Was? Ich komm auch. Guck mal, der hat einen Anzug an. Ja. Und der ist voll hässlich. Meinst du, das ist eine echte Waffe? Nein, nicht auf den Ziel, sonst rennt der weg. Okay. Ich hole mal meine Kamera raus und zoom mal ein bisschen ran. Das ist ein schönes Thumbnail. Ein Souvenirfoto. Ja, bitte. Stellt euch mal da hin und macht mal den Gruß. Moment. Zwei rechts, zwei links. Den Gruß, warte kurz gucken. Gruß da. Okay, dann nehmen wir Warte, stell die Alchemisten auch. So. Was ist ein super Thumbnail. Thumbnail. Die Alchemisten, ihr müsst noch in Pose. Welchen Gruß sind den hier dann? Warte. Nein! Warum ist seine Waffe hier einfach fallen? Oh Mann! Ich stelle mich hier in den Weg. Oh. Ey! Der Helm. Au! Oh. Das ist gar kein echtes Gesicht. Das war auch. Warte mal, ich will nochmal gucken. Ich will die Waffe! Oh, da sind schon die Bullen. Wir hatten nichts damit zu tun, alle. Nee, wir hatten gar nichts damit zu tun. Wir haben nur gestanden hier und lag der auf dem Boden. Ja. So. Sollen wir mal zum Filmstudio gehen? Ja! Ja! Mit einem Polizeiwagen sind. Aber lass mal langsam da ranfahren. Vielleicht, es kann wirklich sein, dass da Leute stehen, die da verkleidet sind und so. Ja. Okay, dann sollten wir vorher aussteigen und zu Fuß weiterlaufen. Ja, die Fenster gehen nicht auf. Man muss es halt ein bisschen. Ja, es stimmt. Schimmern. Gut, dass du dran gedacht hast, sonst hätten wir gleich ein Problem gehabt. Ja, aber wo ist denn das Filmstudio? Warte. Boah. Das Filmstudio. Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß aber, wo es ist. Das muss da aber irgendwo in der Nähe sein, oder? Das ist da, wo der große Zaun, wo dieses große Tor ist. Ups. Ja, das ist hier vorne. Wir müssen jetzt leider rückwärts weiterfahren. Ja. Ja, von den Alchemisten. Ups, da weiß man schon, ist wieder irgendwie.
Ja. Was ist sind da ein paar Haftpumpen aus der Hose gefallen. Aus Versehen kann sowas doch manchmal. Also im Burgerladen hier, also so, wenn man da echt rein könnte und sich einen Burger kaufen könnte mit Animationen und so, das wäre auch noch ganz cool. Das ging man wird schon. Ja? Ja. I don't know. Schacklimbell und Burgershot. Ah, ich habe ja sowieso immer nur gespielt, um Kaka zu machen. Ah, das soll nicht. ich muss aber sagen, man wird schon verwöhnt hier in dem Spiel. Also es gibt schon echt viel. Ne? Und es wird sicherlich auch noch viel, viel mehr geben. Ah. Hoffentlich, ja. Ja. Ah, hier sind sie. Also bitte. Ja, großes Tor? Versehen, was hab ich denn da jetzt im Kopf gehabt? Ja, auf der anderen Seite. Ich hab's gesehen. Okay, wir laufen einfach mal rein und schauen mal, was hier so braucht. Nein! Siehst du, das meine ich. Nee, ich muss nachgefahren. Komm, spring aus dem Weg. Nur den Baseballschläger weg. Einfach mal reinlaufen. Hui, hui. Oh. Da steht jemand im Bademantel. Die Schranke geht auf und alle klettern. Hier sind doch auch immer Astronauten und so irgendwo, oder? Ja, schauen wir mal. Okay, wen haben wir denn da? Das ist einfach jemand, der telefoniert. Bist du eine berühmte Schauspielerin? Haltet euch zurück! Nicht hauen! Haltet euch zurück! Bist du eine berühmte Schauspielerin? Bist du eine berühmte Schauspielerin? Jetzt ist das ist die bestimmt. Wollte nur ein Foto machen. Ich glaube, da vorne ist da nicht so ein Astronaut? Hier sind Wohnwagen. Ja. Da ist ein Hotdog-Laden. Guck mal, da ist ein Astronaut. Wo? Hier. Ach, hier. Ah. Komm, wir machen ein Foto. Jetzt müssen wir ein Foto machen, bitte. Okay. Ich mach ein Foto von euch. Warte, ich hol die Kamera raus. Das sind die Alchemisten. Ich habe... Was machen die? Wir haben uns verlaufen. Irgendwie ist das hier komisch. So viel Metall. Ich bin wieder Haftbomben aus der Hose gefallen. Ja, der Kaleb muss noch ein bisschen in meine Richtung, genau. Hoppala. Mann. Ja, ja. Entschuldigung. Ja. Zack. Bist du eine berühmte Schauspielerin? Oh, oh, ja. Hier bist du im Hintergrund. Bist du eine berühmte Schauspielerin? Schon so vorbereitet. Hallo. Sag ja. Sag ja. Krieg ich ein Autogramm? Hey, warte, also ich frag, kurz. Was macht die denn da? Ich schreibe mit dem Handy. Krieg ich ein Autogramm? Krieg ich denn eins? Krieg ich ein Autogramm? Oh. Oh, ich glaube, du stinkst. Oh, da ist ein Polizist. Ich frage mich, was passiert. Boah, da vorne ist ein Filmset. Ich will aufs Filmset. Da ist ein Wohnmobil. Okay. Ja, ich will gerne hier rein. Oh, ups. Oh, der Polizist. Ab zum Filmset. Ein Alien will mich der versperrt den Eingang. Oh mein Gott, hier sind zwei Astronauten. Cool. Alter, der Sicherheitsmann hat den Alien-Typen da erschossen, weil er mich angegriffen hat. Boah, der hat ein Alien-Oberteil. Guck mal, wir sind jetzt in dem Wagen drin von dem einen. Was, wie, wo, wer? Hier in dem Filmset-Wagen. Ja, aber guck mal, hier sind zwei Astronauten. Küche. Zwei Astronauten und ein Typ mit einem Alien-Oberkörper. So, wo sind die noch? In welchem und der da hinten hat Alien-Füße. Wo? Hier. Und Alien-Hände. Der Sicherheitsmann hat ihn einfach erschossen. Oh, falsch. Seid ihr denn da reingekommen? Hier rechts. Da einfach reinlaufen. Warte, da muss ich ein Foto von machen. Wenn wir schon einen Touristentag machen, dann muss ich ein Foto von machen. Hallo. Nein, nicht. Ich muss ein Foto machen. Ich stehe jetzt genau davor. Toll. Nein. Nein. Pack die Waffe weg. Oh. Oh. Fotobomb. Alles klar. Ja. Mann, hi Jungs. Nochmal, seid ihr berühmte Schauspieler? Ey, du hast seid die Lampe Schauspieler. Nochmal, Flo, nur richtig so Doppelklick. Boah, haut er dich einfach. Was? Das war Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so, keine Ahnung. Boah, die kommen alle hinter dir her auf einmal, Pandora. Flieh. Ja, mal gucken, wie lange ich sie hatte doch so Träume. Ich wollte eine berühmte Schauspielerin. Wie viel hält der aus? Und du auch, du brauchst gar nicht wegrennen. Komm her! Es tut mir leid, Leute. Oh. Entschuldigung. Oh, er ist hochgeflogen. Lol, wo ist er hin? Ja, das soll man eigentlich nicht machen. 24 Bleib hier. Bleib hier. Das ist hier gar nicht echt hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ein Greenscreen. Mein Gott, die sind hier oben auf dem Dach drauf.
Ich wusste es schon immer. Was? Ein cool Greenscreen? Der riesige Greenscreen. Man kann das da auch unfassbar. Ob man den wohl benutzen kann, so? Vor allem, wie viele Leute haben denn dann hier das Filmset schon benutzt? Ich meine, das ist eigentlich nur für einen Film. Richie hat Selbstmord begangen. Nein. Nein, Richie lebt noch. Die lebt noch. Oh. Wo sind die Typen hier? Die sind doch hier hochgeladen. Ach nee, das wart ihr. Gott, da sieht man das. Guck mal, es ist das ist Sparta! Es ist Creed. Es ist Creed. Los. Guck mal jetzt. So, und bei mir hast du es eigentlich geschafft und bist dann doch wieder runtergeglitscht. Oh mein Gott, die Polizei sucht uns. Versteckt euch. Oh, wo geht's denn hier lang? Hier ist eine Gasse. Oh. Hä? Noch mehr Lichter. Das ist auf jeden Fall heute mal eine etwas ruhigere Folge, auch wenn wir die Polizei im Hintergrund wieder hören. Da ist ein Polizist. Ja. Oh mein Gott, wir müssen abhauen. Die sind nicht hinter uns. Kommen sie jetzt rein? Oh ja, da kommen sie. Ich hab schon einen gesehen. Oh, kann ich hier in den Wohnwagen reinkommen? Jawohl, ich gehe in den Wohnwagen. So, das war für Hallo, gerade. Ich muss mal eben in deinen Wohnwagen. Wo ist denn der Wohnwagen? Ist ich hab hier. Den gar nicht gesehen. Steh weg hier. Außer Kirchchen. Ich bin in einem Wohnwagen von einem berühmten Filmstar. What? Ja. Der Neid zerfrisst mich. Siegfried? Siegfried, ja. Ja, ich weiß. Boah, da vorne läuft Hulk. Was? Hör auf, so tolle Sachen zu erleben. Zumindest so aus. Weiter hoch. Nein! Wie das aussah. Nein! Im letzten Moment. Ich wollte doch da hoch. So, wo ist der? Hulk, warte auf mich! Wir sind an der höchsten Stelle vom Filmset. Hulk! Bist du die Leiter noch hochgekommen, Carle? Die ja, die Bullen haben mich nicht verfolgt, deswegen. Hulk, nicht so schnell! Nein, Hulk ist weg! Oh mein Gott, hier sind noch mehr Hulks. Mann! Was ist denn das hier? Der Curry lügt nur. Nein, also. Derp! So. Boah, guck mal da vorne. Hoppala. Da ist eine Wolkenwand. Wenn man hier nirgends reinkommt. Guck mal, hier ist ein rosa Einhorn. Auf der einen Seite. Ach, jetzt weiß ich auch, was das ist hier. Ein Filmset. Hier rechts. Nein. hier ist, hier kommt normalerweise Wasser rein. Wo hier jetzt ein Parkplatz ist. Aha. Guck mal, die Wand. Ja, das stimmt. Wunderschöner Himmel. Aber warum steht hier ein Auto? Genau, jetzt muss ich einmal... Wow, ich bekomme 2000 für Anhalte. Weg mit dem Auto. Weil ich keine Spieler ermordet habe. Sollte ich mal wieder was dann ändern. So. Hallo Herr Burg. Wie er uns beschimpft hat. Was machst du hier? Achso, ich dachte. Wir freunden uns mit ein paar netten Set-Mitarbeitern an. Gerade hier. Was? Ich mach mit. Ja, wir haben schon fast ein ganzes Kaffeekränzchen zusammen. Ich muss mal eben hier durch. Steht da unten und sagt, wir sollen runterkommen. Lass mich durch, ich muss zum Set. Das ist so eine kalte Limo. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, hier wurde der Film soeben gedreht oder was? Wie lustig hier mit dem Hintergrund. Ich klopp. Muss hier durch, muss zum Set. Muss hier durch. Ah, hallo 616 Player. Hört sich das auch mal. Muss hier durch. Hallo, was machst du hier? Bananen essen? Ein guter. Ja. Was? Weißt du, wie sind die Bananen da angeordnet? Ja, das sehe ich gerade auch. Das ist ja bekloppt. Kommt mal in den Wohnwagen. Ne? Kann ich ja gar nicht verstehen. Wer macht denn sowas? Oh, ich wollte. Ja, irgendwie auch mit den Würstchen letztens. Die sind hier total pervers. Boah, das ist ein Script. Los, lese es und klau es. So, dummer Schauspieler, ey. Oh mein Gott, da kommt ein Krankenwagen. Das ist einfach so. Uah. Ganz viele Schauspieler. Huch. Wo seid ihr denn alle so? Wer ist das denn hier? Oh mein Gott, ein Astronaut. Oh nein, der hat einfach nur einen... Ja, da oben. Yay. Quer drüber quasi. Ich glaub, warte, ich raste aus. Oh. Da rastet er aus. Oh, Entschuldigung. Wie er noch gezappelt hat beim Fallen. So, jetzt hab ich's. Wieder Warmock! Oder ich fahr Amok. Einfach alle Leute hier ermorden. Es sind nur so komische Luftschächte überall. Oh! Nein. Ein Polizeiwagen. Ja, Polizeiwagen. Oh Gott, wir sind übrigens schon bei einer halben Stunde. Oh, dafür sollten wir eine Pause machen.
Und in der nächsten Folge schöne Führung auf jeden Fall gewesen. Einfach. Das war toll, wie der Flo das gemacht hat. Das war einfach. Ja, das hat er super gemacht, weil wir sonst am Anfang überhaupt gar nicht beherrschen konnten. Weil lachen mussten. Raus da, ich muss durch, ich hab einen Satz. So, ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Ja. Und Was? Wir sind gerade echt richtig filmreif gestürzt. Also wirklich. Wir haben alle Querstreben. Alle Querstreben mitgenommen. Wir sind so von ganz oben runtergesprungen und haben zum zweimal mit dem Gesicht gelandet. Bang, bong, bang. Genau so. Ja, hintereinander. Bevor wir auf dem Boden waren. Sowas passiert nur am Filmset. Wow. Sowas passiert nur am Filmset. Ist doch ein schöner Filter drüber. Und es ist, ich hab schon wieder, am Hintern. Hey, ja, wow. Was geht denn hier ab? So, wir müssen jetzt aber einiges. Ja, wir müssen jetzt ein kleines Päuschen. Tschö. Oh, ja. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.